Howdy, heute mit dem Film Cyborg, Regie führt Albert Fuhr und die Musik ist von Kevin Bassignon. Amerika wird von einer tödlichen Seuche bedroht, die einzige, die das Wesen hat, ein Impfstoff zu entwickeln. Ein weiblicher Cyborg wird von Piraten entführt und nun muss Van Damme sie retten. Ursprünglich wollte man einen Spider-Man-Film und eine Fortsetzung zu Master of the Universe machen. Aber weil die Lizenzen abgelaufen sind und man die Investitionen aus dem Fenster werfen wollte, hat man einen eigenständigen Film rausgemacht. Das hier ist das Resultat. Van Damme wurde tatsächlich verklagt, 94. Bei einer Kampfszene soll er wohl aus Versehen jemanden am Auge getroffen haben. Dieser jemand hat wohl auch das Auge dann verloren. Opfer wurden 485.000 Dollar zugesprochen. Und es gibt noch einen zweiten Teil mit Angelina Jolie, einen dritten und einen vierten. Handlung in Ordnung, Darstellung auch in Ordnung und die Musik könnte besser sein. Fazit: ein sehr interessanter Endzeitfilm. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Bis dann.